Ich zahle dir, was du willst. Wenn du das nicht tust, lass ich dich auffliegen. Das wirst du bereuen. Antonio Stradivari war Geigenbauer und lebte im 17. Jahrhundert in Cremona. Er perfektionierte die Form der Geige, seine... Guten Tag, die Herren. Ach, bitte kommen Sie später wieder, ja? Es geht um meine... Ja, schon gut. Kommen Sie später. Tja. Eine Geige klingt für den, der sie spielt, anders als für den, der zuhört. Und was hat Dr. Wendel gesagt?